Franz, 70 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Ja, Franz, ich grüße dich herzlich. Oh, noch ein 70-Jähriger heute. Ja, Jetzt bin ich aber gespannt, was du zu erzählen hast. Warum du meinst, dass du was also ich Besonderes bin bist. nichts Besonderes. Ich glaube, ich mache etwas Besonderes bezogen auf mein Alter. Ich bin Gleitschirmflieger. Und eigentlich Fliegen fasziniert mich schon mein ganzes Leben. Und ich habe angefangen mit Drachenfliegen in den 70er Jahren, als es ganz in Anfang war. Was ist der, wenn ich kurz unterbrechen darf, was ist der Unterschied zwischen Drachenfliegen und Oh, Gleitschirmfliegen? Drachen ist ein Gebilde, das ähnlich aussieht wie ein Segelflugzeug. Also so, ja, es ist eigentlich mehr ein Flugzeug. Und ein Gleitschirm, das ist eine Abwandlung von einem Fallschirm. Das ist also der Unterschied zwischen einem Drachen und einem Gleitschirm. Ich bin im Also, Sommer oft in den Bergen und da ist das immer so ein toller Anblick, wenn die Leute mit diesen Schirmen so zwischen den Tälern durchgleiten. ja, es Ne? ist auch faszinierend. Und die starten ja auch von den Bergen. Ich habe mir das schon mal Genau. angeschaut. Die laufen einfach los und springen in die Luft. Richtig. Du wirst sicher hören, ich komme aus Süddeutschland und wir sind also viel in Bergen. Ich bin in einem Verein und wir gehen also viel in den Berge, in die Berge Bist und du fliegen dort. deinem Verein der Älteste? Ja, Ja, ja. mit weitem Abstand. Nein, eigentlich nicht. Der nächstjüngere, glaube ich, ist so 3, 4 Jahre jünger Ah als ja, ich. aber dennoch ist es schon was Besonderes, wenn man in dem Alter noch so etwas macht. Ja, schon, Muss schon. man Aber ja. ich fühle mich wohl dabei und auch ich fühle mich auch wohl, weil das sind ja alles Jüngere. Und das sind eigentlich nicht das Verhältnis zu den Ja, du bist Leuten. ja schon lange Jahre so an diese Materie des Fliegens, der Luft und des Richtig, Gleitens gewöhnt. richtig. Kannst du uns trotzdem erklären, was dich daran so fasziniert? Was ist das Faszinierende? Das ist ja dieses Freie, das Fliegen wie ein Vogel. Ich bin auch Motorflieger, bin Privatpilot, ich hab meine Pilotenlizenz. Aber dieses Fliegen mit dem Drachen oder mit dem Gleitschirm, das ist was, das Fliegen wie ein Vogel. Also Und das es sieht wirklich, fasziniert mich, solange ich mich zurückerinnern kann in mein Leben. es sieht wirklich fa Fliegen fasziniert mich. es sieht fast fantastisch aus, Ja. wenn man sich das anschaut. Du bist ein Mensch der Lüfte, ne? So kann man es sagen. So, ja, Ne? so Dein ungefähr. Element ist die Luft, so wie du Ja, es ja, beschreibst. ja. Ich muss sagen, meine Frau lacht mich immer aus. Vom Wasser halte ich überhaupt nichts. Ich kann zwar schwimmen, nicht einmal schlecht, aber wenn es geht, gehe ich nicht ins Wasser, ich gehe lieber in die Luft. Sag mal, wenn man da so oben schwebt, ich frage das mal jetzt, weil ich mir das schon oft mir vorgestellt habe, genießt man, kann man die Stille dort oben genießen oder rauscht es sehr am Ohr durch die Windstöße? Es rauscht nicht, nein. Aber man merkt natürlich den Luftzug. Man fliegt ungefähr so mit 25, 30 Stundenkilometer. Es ist ungefähr so, wie wenn du Rad fährst. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit. Immerhin doch schnell, ne? Also, Ja, ja. und man merkt den Luftzug schon, aber es rauscht nicht. Und man hat einen Also, fantastischen Blick auf die es Welt. ist sehr ruhig. Den tollsten Flug oder den fantastischen Flug, den ich gemacht habe, war, ich weiß nicht, ob du Teneriffa kennst. Nein, kann ich nicht. Und da ist ja der Teide, das ist der höchste Berg, der ist 3.700 Meter, sowas. Aber man kann nicht vom Gipfel, aber man kann etwas weiter unten, da ist ein Observatorium, dort kann man starten und fliegt runter bis ans Meer. Das heißt 2.500 Meter, nur gleiten. Wie lange gleitet man Fantastisch. da? Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Traumhaft, traumhaft. Ja, und das sind so, ist eine Strecke so von 12, 15 Kilometer. Ich hätte ja, glaube ich, Franz, die wahnsinnige Angst, nicht da landen zu können, wo ich landen will. Dass ich in irgendeiner Stromleitung mich verheddern würde oder Ja, so. das gibt Leichtsinnige, meist die Jüngeren, leichtsinnig. Einen habe ich selber mal beobachtet oder miterlebt, der ist in eine Stromleitung rein. Denen ist Gott sei Dank nichts passiert, aber das Stromleitungsnetz dann, das war in Schopenau, in Bregenzer Wald, das Stromnetz von dem Ort ist zusammengebrochen, aber dem Mann ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja.
Aber das lernt man ja. Man braucht auf jeden Fall eine Ausbildung. Also man kann das auf jeden Fall geschickt steuern. Ja. Ne, man ist nicht ganz hilflos den Winden ausgesetzt, nein, sondern man kann lenken. Nein. Und oh nein, das findet ja auch viel Wettbewerbe statt. Und du musst ja auch eine Ausbildung machen, du machst eine Prüfung und du musst in der Lage sein, in einem Kreis von 20 Metern zu landen. Den musst du treffen. Also kannst du dir ein Landegebiet aussuchen, wo du dann... Wie teuer ist so eine Ausbildung, falls wir jetzt irgendjemanden auf den Geschmack bringen sollten? Eine Ausbildung, ja. Da gibt es verschiedene Stufen. Also die erste Ausbildungsstufe, wo du also auch dann schon Höhenflüge machen darfst, die kommt so ungefähr 800 bis... jetzt bin ich immer noch in D-Mark. Ich denke auch immer noch in D-Mark. 400 bis 600 Euro. Und wie lange dauert das? Das dauert 3-4 Wochenenden. Ja. Und diesen Schirm, kann man sich den leihen oder kauft man sich den? Denn in Anfang stellt den die Schule, die Ausbildung, und nachher kauft man sich einen. Und der kostet so um 1.500, 1.600 Euro. 1.500, 1.600 Euro. Macht deine Frau sich Sorgen, wenn du in den Lüften bist? Nein, meine Frau weiß, dass ich vorsichtig bin. Man muss, und das ist ein sehr wesentlicher Punkt, wir sind sehr abhängig vom Wetter. Und wenn was schief geht, also 90% oder der Unfälle basieren darauf, dass das Wetter falsch eingeschätzt wurde von den Piloten. Und meine Frau weiß, dass ich da vorsichtig bin. Man muss auch den Mut aufbringen, wenn man oben auf dem Gipfel steht und will runterfliegen und das Wetter stimmt nicht, der Wind stimmt nicht. Man muss den Mut aufbringen, auch wieder zusammenzupacken und wieder runtergehen. Und diesen Mut bringen sehr wenig Leute auf. Die denken dann, jetzt bin ich schon mal oben und mache genau. Ich auch. Ne? Ja. Und da stehen Leute rum und traust dich nicht, du Feigling. Ja, genau. So ja. Muss man eigentlich, auch wenn man etwas ins höhere Alter kommt, du sagst, du bist 70 Jahre alt, da auf gesundheitliche Dinge achten? Also, dass das Herz, dass eine Belastung fürs Herz ist oder für den Kreislauf oder so? Ja, sicher, man muss auch körperlich fit sein, denn ich kann ja nicht immer darauf bauen, dass der Bahn hochgeht, dass ich mit der Bahn hochfahren kann oder mit dem Auto, sondern ich muss auch, wenn ich auf einen bestimmten Gipfel will, nur eine bestimmte Strecke mit dem Auto fahren und dann rauflaufen. Und dann klettern, ja. Und der Schirm, der wiegt immerhin so 17, 18 Kilo. Oh ja, da muss man fit wenn sein. Wenn ich den so 200, 300 Höhenmeter schlepp, dann muss man auch... konditionell gut beieinander sein. Und außerdem ist bei mir so, ich muss ja als Pilot alle 2 Jahre zur fliegerärztlichen Untersuchung und da wird man auch auf Herz und Nieren geprüft. Wie lange möchtest du das noch machen? Solange ich gesund bin. Und ich hoffe, dass ich das noch lange bin. Ich wünsche dir, dass du sehr lange gesund bist und sehr viel Spaß an deinen Hobbys und diesem Hobby vor allen Dingen hast. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss.